Kiew, Ukraine. Der Journalist und Blogger Yunus Adurdu lebt mit seiner Familie seit 13 Jahren hier. Doch seit Erdogan Oppositionellen offen droht, fühlt er sich nicht mehr sicher. Ich sage ehrlich, es ist sehr gefährlich für mich hier. Der türkische Geheimdienst ist hier in der Ukraine präsent und er kann frei agieren. Sie haben einen türkischen Korrespondenten, Yusuf İnan, aus der Ukraine entführt. Der Korrespondent war dem System Erdogan ein Dorn im Auge und der türkische Geheimdienst konnte ihn von hier entführen. Denn die ukrainischen und die türkischen Behörden haben einen Deal gemacht. Der Journalist wurde ohne Anlass festgenommen. Dieser Mann hatte 3 Jahre lang in der Ukraine gelebt. Er wurde einfach so, grundlos, in die Türkei deportiert. Erdogan hat Angst um seine Familie. Er steht mit 9 weiteren Türken auf einer Liste von Personen, die Ukraine ausliefern soll. Ihm wird vorgeworfen, für eine Terrororganisation in sozialen Medien zu schreiben. Ich habe das in den türkischen Medien gesehen und sofort meinen Namen auf der Liste von Erdogans Feinden entdeckt. Die meisten Personen, die mit mir auf der Liste stehen, sind schon in die Europäische Union geflohen. Einige wenige wie ich sind hier geblieben. Aber ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich habe beschlossen, hier zu bleiben und habe schon ein Testament geschrieben. Ich bleibe hier und ich sterbe hier. Weil Erdogan fürchtet, auf offener Straße von der ukrainischen Polizei festgenommen zu werden, hält sich die Familie fast nur noch in der Wohnung auf. In der Ukraine spazieren viele Türken herum, weil es einen visafreien Verkehr gibt. Und die meisten sind Anhänger von Erdogan. Sie wissen von mir durch soziale Medien, meine Webseite und meinen Blog. Ich schreibe Nachrichten und deswegen sind sie gegen mich. Ich bekomme viele Drohungen in den sozialen Medien. Deswegen ist es für mich gefährlich, hier zu leben. Ich bin schon seit 5 Monaten nur noch zu Hause und ich gehe nicht mehr auf die Straße. Videos und Dokumente belegen, der türkische Geheimdienst entführt im Ausland politische Gegner. Zeugen berichten von Verschleppungen auf offener Straße in Geheimgefängnisse. Sie berichten von Folter und falschen Zeugenaussagen. Für die Bundesregierung ist die Türkei ein wichtiger Partner. Was sagt sie zu den schweren Vorwürfen? In ihrer Antwort auf eine Anfrage der Linken zu Entführungen des türkischen Geheimdienstes kein Wort zu Kidnapping und Folter. Zitat: In den allermeisten Fällen dürfte es sich bei den zwangsweisen Rückführungen nach Kenntnis der Bundesregierung jedoch um offizielle Maßnahmen der jeweiligen Gastländer handeln, die von türkischer Seite aus zwar initiiert, von dieser aber nicht eigenständig auf fremdem Staatsgebiet durchgeführt wurden. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Bundesregierung entsprechend der Schwere dieser Fälle öffentlich und laut sich für diese Menschen einsetzt und dafür sorgt, dass sowas nicht mehr passiert. Auch weil Deutschland nicht auf Aufklärung drängt, sind Oppositionelle dem Erdogan-Regime hilflos ausgeliefert, wo immer sie leben.